Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein kleiner Vlog. Und zwar geht es darum, wie kannst du es vermeiden, Zucker unnötig zu essen. Das heißt, 10 Tipps für dich, Minimum würde ich mal sagen, wie du es vermeiden kannst, Zucker zu essen. Weil viele haben irgendwie Schwierigkeiten, Zucker wegzulassen und wissen nicht genau wie. Und da geben wir euch ein paar Tipps. Die Lia ein bisschen für die Frauen, ich für die Männer. Und ja, wir ziehen heute so ein bisschen los, aber mehr dazu nach dem Intro. Yes, wir packen hier gerade alles so ein bisschen fertig, weil... Es schneit und ich freue mich voll und den Daniel juckt es gar nicht, dass es schneit. Mir ist das echt relativ egal, ob es schneit oder nicht schneit, aber ja, wir gehen auf jeden Fall ein bisschen raus, weil die ganze Woche waren wir nicht besonders viel draußen, immer nur Arbeit und deswegen gehen wir jetzt eine Runde raus, paar Schritte sammeln und nehmen euch natürlich mit. Dann im Anschluss geht es natürlich noch einkaufen, weil passend zum Thema Ernährung, muss natürlich ein Einkauf mit dabei sein. Aber ganz wichtig, wenn du neu auf diesem Kanal bist, lass mir gerne ein Abo da. Wir werden immer mehr Follower und ich freue mich über jeden neuen. Wir gehen auch mittlerweile hin und wieder live. Also wird es richtig coole Community. Oder was sagst du? Ja, das sage ich auch auf jeden Fall. Wow. Show me how to dance. Für die Handwärme. Ja, wenn wir jetzt spazieren gehen und du hast dann kalte Hände fürs Film. Okay. Yo Leute, wir sind jetzt hier angekommen, ein bisschen bergischer, weil ja hier halt dann wirklich ein bisschen Schnee ist und nicht so wie bei uns nur Regen. Yes, wir gehen jetzt hier eine Runde, ein bisschen rauskommen. Hauen wir euch gleich mal die ersten Tipps raus, würde ich sagen. Okay. Was hast denn du für Tipps, für wenn man so ein bisschen Zucker reduzieren will, nicht so viel Zucker essen möchte? Wichtig ist zu sagen, wir reden hier so von Industriezucker, ne? Nicht von allen Kohlenhydraten, sondern von so richtig kurzkettigen Kohlenhydraten, Industriezucker. Das sind Süßigkeiten und so weiter, Softdrinks ist es drin. Was hast du denn für Tipps dazu, wie man da so ein bisschen, ja, das vermeidet, zu viel davon zu sich zu nehmen, so diese Sucht so ein bisschen zu stillen? Wir sind ja alle so ein bisschen zuckersüchtig. Hau raus. Ja. Also, erstmal, früher habe ich immer als Kind jeden Morgen ein Glas Saft getrunken, tatsächlich. Meistens Orangensaft. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, als ich so ein bisschen mehr Fitness gemacht habe, dass 100 Milliliter Saft meistens 10 Gramm Zucker schon haben. Und dass ich mal eben mit so einem Glas dann 25 Gramm Zucker zu mir nehme und das halt alles andere als gesund ist. Also so, ich dachte immer, oh, ich nehme dann Vitamin C zu mir, so, weil ich Orangensaft trinke. Aber zum Beispiel Paprika hat viel mehr Vitamin C als jetzt so ein Orangensaft. Deswegen trinkt lieber morgens einen schwarzen Kaffee oder ein Glas Wasser oder so, als jetzt ein Saft. Und allgemein halt auch andere Getränke, wie jetzt Cola, Energy Drink, Fanta und diesen ganzen Kram. Am besten ist, ihr gewöhnt euch an, einfach immer Wasser zu trinken. Und wenn ihr wirklich mal sowas braucht, gibt es ja auch Zero-Varianten davon. Oder halt, wenn ihr mal ein Glas Cola trinkt, dann nicht gleich einen ganzen Liter oder so, sondern halt wirklich nur ein Glas und bewusst auf Getränke achten. Das wäre jetzt mein Tipp Nummer 1. Okay, und wenn ich jetzt aber so richtig Heißhunger habe auf Zucker, ne? Ja. Also ich habe jetzt so, ich kenne das zum Beispiel sehr gut, ich habe gerade herzhaft gegessen und denke dann, okay, jetzt brauche ich aber was Süßes. Sucht ihr euch einfach eine Alternative, die weniger schlimm ist. Und das ist zum Beispiel ganz easy, einen Proteinshake trinken. Wenn ihr zum Beispiel einfach jetzt Bock auf ein Stück Schokolade habt und ihr habt ein gutes Schoko-Whey zu Hause, dann trinkt ihr eher das einfach, anstatt halt das Stückchen Schokolade zu essen. Und das ist einfach viel, viel besser, als wenn du dann halt wirklich die Schokolade isst. Weil du hast dann halt erstens nochmal Proteine drin und zweitens hast du auch einfach nicht so viel Kalorien wie eine Tafel Schokolade. Ja, das stimmt.
Also sowas in der Art habe ich auch gedacht. Zum Beispiel, ich stehe total auf so Proteinpudding oder hier so, es gibt von Lidl so Quarkriegel und Proteinquarkcreme und so. Das ist auch süß und hat mal eben dann 20 Gramm Eiweiß, aber fast gar keinen Zucker, weil das halt extra so ein Proteinzeug ist. Oder was wir auch in letzter Zeit echt oft essen, ist Müsli und da rühren wir dann so Vanille-Proteinpulver rein. Das ist auch voll süß und hat dann auch gar nicht mal so schlechte Werte. Das ist auch ein Tipp für Heißhungerattacken, wenn man jetzt irgendwie ein Stück Kuchen essen will oder so. Es gibt ja auch hier bei LSP diesen Tassenkuchen, hast du mal von erzählt, ne? Ja. Und der hat dann auch wieder voll viel Protein oder Protein-Pancakes oder so ein Kram. Ja, wenn ihr mal Bock habt, dass wir so ein Video machen, wo wir einfach mal so aus Lidl und Rewe und Co. alle Protein-Varianten von so Lebensmitteln testen sollen, dann schreibt das mal in die Kommentare. Da gibt's echt leckere Sachen. Weil es gibt echt übertrieben viel mittlerweile. Aber auch viel Scam dabei, muss man ein bisschen aufpassen. Weil oft haben dann die Eiweißsachen doch mehr Kalorien im Endeffekt. Und vor allem auch oft viel Fett. Eiweißbrot zum Beispiel hat immer viel, viel mehr Fett als normales Brot. Da muss man auch aufpassen. Und da muss man so ein bisschen aufpassen. So, wir gehen jetzt hier eine Runde und dann melde ich mich gleich wieder bei euch. Was geht ab, Leute? Zurück im Auto. Es ist viel zu kalt. Meine Hände sind so richtig rot. Deswegen fahren wir jetzt einkaufen und dann melden wir uns wieder. Das ist mein heißen Tee. Du auch? Der stillt doch auch Hunger, oder? What's poppin', Leute? So, wir sind wieder zurück. Wir haben beim Einkauf jetzt nicht gefilmt, weil es war übertrieben voll einfach. Kaufland-Katastrophe. Und eigentlich sind wir nur zu Kaufland gefahren, weil wir Streusalz kaufen wollten, weil wir keinen Bock hatten, zum Baumarkt zu gehen. Aber wenn man Kamera in der Hand hat, ist alles voll schwer. Aber die hatten einfach gar kein Streusalz, deswegen war das jetzt umsonst. Aber wir haben ein bisschen was zu essen gekauft und machen jetzt Frühstück. Machen jetzt Frühstück. Um 14.30 Uhr. Die Lia jammert langsam rum, deswegen müssen wir was zu essen machen. Und es ist auch schon voll spät. Da sind wir auch schon direkt beim Thema Essen. Mein Tipp für dich, um halt so auf diese Heißhungerattacken und so ein bisschen ja, dem vorzubeugen, ist auf jeden Fall Intervallfasten zu machen, beziehungsweise einfach später zu essen. Ich mache Intervallfasten jetzt schon ewig eigentlich. Und die Lia ist jetzt an wievielten Tag? 3, ne? Ja. Tag 4. Und sie gefällt langsam auch gut. Ihr gefällt es langsam auch gut. Deswegen auf jeden Fall ein guter Tipp ist Intervallfasten. Man isst einfach weniger allgemein, wenn man später erst isst. Und dann isst man nur 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag. Und ja, ich habe jetzt auch nicht so viel Hunger auf Zucker oder was Süßes. Ach übrigens, was ich aber morgens trinke, tatsächlich sind EAAs, wenn ich so richtig so das Gefühl habe, ich bekomme Hunger, dann trinke ich EAAs, weil das ist ja keine richtige Mahlzeit, wie jetzt so ein Proteinshake oder so. Und das ist auch etwas süß, also man kann da zum Beispiel, ich habe die Sorte Apfel, die sind schon süßlich und das stillt dann auch den Hunger, wenn man jetzt irgendwie Schokolade oder so essen will. Yes, ich glaube aber, das ist wirklich nur ein Kopfding, das ist echt nur mental und es ist ganz, ganz viel Kopfsache, Willensstärke. Ja, sonst noch ein Tipp ist auf jeden Fall, hab einfach, wie bei jeder Diät, keine schlechten Sachen zu Hause. Wenn du keine schlechten Sachen zu Hause hast, dann kommst du gar nicht erst in die Gelegenheit, halt schlechte Sachen zu essen. Ich räume jetzt kurz die Sachen hier aus und dann gibt es Laugen-Frühstücksburger heute. Bleibt auf jeden Fall dran, dann könnt ihr noch sehen, wie das Ganze gemacht wird. Die Tuba wollte unbedingt wissen, wie wir unsere Frühstücksburger machen. Und jetzt können wir dich einfach mal mitnehmen und dir das alles zeigen. Bis gleich.
Jo, Schritt Nummer 1 natürlich, Eier in die Pfanne rein, ganz klare Sache. Und ich nehme ja immer eine kleine Pfanne, wie ihr seht, weil dann habt ihr die Eier relativ eng aneinander. Und wenn die dann durch sind, könnt ihr die teilen in die Stücke, wie ihr es braucht. Und dann verläuft das nicht so. Wenn ihr jetzt eine große Pfanne nehmen würdet, dann wird das alles ganz, ganz krass verlaufen. Und dann habt ihr so riesen Dinger irgendwie da. Und das nächste, was ich mache, ist gleich die Eier würzen. Das zeige ich euch dann. Okay, was ich jetzt drauf getan habe, ist Paprikapulver. Finde ich eigentlich das allerwichtigste Gewürz dabei. Salz und Pfeffer natürlich und so ein bisschen Chiliflocken. Dadurch schmeckt das Ganze einfach so ein bisschen, ja, nicht so viel nach Ei und mehr nach Richtung Burger, finde ich, wenn das so ein bisschen gewürzt ist. Ich finde, die Gewürze sind somit das Wichtigste eigentlich. Als nächstes bereiten wir die Brötchen vor und da tun wir drauf Hähnchenbrustfilet, heute nicht vegan, Leute, Cheddar-Käse, Frischkäse, Balance, also weniger Fett, Hummus und das war's schon. Dann kann man natürlich noch variieren, man kann, wenn man möchte, auch noch irgendwie Mayo, Ketchup und so weiter. Was ich übelst geil finde, ist so ein bisschen Sriracha-Soße gemischt mit Mayo. Das wäre mega, mega nice. Passt jetzt aber nicht so ultra gut in die Diät. Vielleicht nehmen wir einen Ketchup gleich mit weniger Zucker. Aber Leute, die Lia will euch unbedingt noch ein paar Tipps geben, ja, weil sie glaubt, ich habe übertrieben viel vergessen. Ja, hört gut zu, ne? Hand aufs Herz und nicht gelogen. Wer hat die Hausaufgaben nicht? Viel Spaß. Ich habe immer Hausaufgaben gemacht, der Daniel nie in der Schulzeit. Ich habe hier noch diesen Tee zu empfehlen, den gibt es bei DM und ich glaube bei Rewe und so auch. Der ist wirklich süß, also Strawberry Cheesecake und es gibt auch Blueberry Muffin und hat halt keine Kalorien wirklich. Und ich finde, wenn man Bock auf was Süßes zu trinken hat, ist das auch eine super Alternative. Ich wollte mir den jetzt gerade aufgießen und unsere Wärmer muss ich noch aufgießen. Wofür? Damit die wieder weich werden. Die werden aber dann noch wieder hart. Nee, erst wenn du das Plättchen wieder knickst, dann... Man kann das nicht mehrmals knicken. Doch, natürlich. Aber auf jeden Fall zum Schluss, jetzt wieder zu den wichtigen Dingen im Leben. Zum Schluss, hier müssen wir das nur noch teilen und dann hier draufpacken. Die Lia hat eins freigelassen, weil die immer so einen komischen Schinken isst, der voll eklig ist. Lachsschinken. Und der kommt dann da noch drauf. Aber hier ist eigentlich relativ easy jetzt. Teilen das jetzt hier nur so. Ja, und dann haben wir mehrere Stückchen. Und ihr könnt das Ei auch noch umdrehen, wenn ihr wollt. Wir lassen es jetzt heute so, weil das einfach ganz gut schon geworden ist. Ich werde jetzt heute, glaube ich, diese hier nehmen. Ne? Chipotle Chili Sauce. Die hat auch kaum Zucker und ordentlich Fett nur. Das ist halt auch noch ein Tipp. Esst ein herzhaftes Frühstück und kein süßes, also keine Joghurts oder so, die so extrem viel Zucker haben. Und wenn es Joghurt sein soll, dann kann ich Skyr empfehlen. Der hat nicht so viel Zucker und extrem viel Protein. Ich frühstücke einfach immer gar nicht. Ja, ja, wir essen jetzt mal und dann melde ich mich gleich noch bei euch. Yo Leute, was geht ab? So, wir haben gegessen und wir sind auch am Ende des Videos angekommen. Wenn du es geschafft hast, bis zum Schluss dran zu bleiben, dann freue ich mich sehr. Außerdem würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ein Abo da lässt. Wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Und wir haben auch schon eine kleine Idee gehabt, beziehungsweise ich hatte eine kleine Idee. Oh, der Flo redet hier viel zu laut. Laufen gerade übrigens Mountainbike-Videos. Wo war ich stehen geblieben? Ah, wir haben eine kleine Idee gehabt und zwar nächste Challenge, ein Döner-Sandwich essen und wer am wenigsten kleckert, hat gewonnen.
Da müssen wir uns noch eine schöne Bestrafung überlegen und das, ich würde sagen, das könnten wir eigentlich demnächst mal machen. Ja, weil der Daniel hat gerade wieder gesehen, wie schlecht ich bin im Essen, als wir die Frühstücksburger gegessen haben. Genau, deswegen ist das auf jeden Fall eine gute Option, als nächstes Video das mal zu machen. Vor allem habe ich voll lang keinen Döner mehr gegessen. Das letzte Mal, als wir gestrichen haben. Und Döner ist auch gar nicht so schlimm in der Diät. Nö. Döner gehen tatsächlich noch. Nö, nö. Mhm. Okay, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. So tell me what you're thinking of.